Ja, hallo, liebe Leute, zu einem, ja, wir hatten jetzt mal eine Weile Pause, aber ein neues Angespielt-Video, und zwar von Aquatico. Die Demo ist erschienen vor 2 Tagen, glaube ich. Ich habe sie mir mal runtergeladen, wollte es mir mal angucken. Survival-City-Bilder sind ja immer interessant. Dieser hier von, nicht von, spielt auf dem Meeresboden. Also mal wieder ein ganz anderes Setting. Hintergrundgeschichte ist ja schnell erzählt, wie bei allen Survival-City-Bildern. Menschheit zerstört, Erde zerstört. Und hier kann man jetzt offensichtlich nur noch auf dem Meeresgrund wohnen. Und genau das werden wir uns heute mal angucken. Ist eine Demo, soll dieses Jahr noch erscheinen, das Spiel. Also auf Steam steht Quartal 4. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, spielen das mal zusammen ein Stündchen so, gucken uns das mal an, was das so kann. Und gehen da jetzt direkt mal rein. Ist noch Englisch, es wird eine deutsche, wird zum Release eine deutsche Lokalisierung geben, in der Demo aber noch nicht. So, Name der Basis. Können wir die hier benennen? Ja, können wir. Das ist dann die Moppy Station. So, jetzt gibt's hier noch ein schickes Banner. Oh Gott. Um Himmels... Das... passt vielleicht. Ein Seepferdchen ist nicht schlecht. Was hat's... Ist das Shell? Könnte sein. So, jetzt sind wir schon durch. Okay, ich nehme das Seepferdchen. Das gefällt mir. Und dann kann man noch eine Farbe wählen. Gibt's Orange? Gibt's Orange? Nein, gibt's nicht. Dann nehmen wir Rot. So, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt können wir hier... Okay, die Schwierigkeit definiert sich wohl über die Map. Okay, ich kann jetzt nicht sehen, wo da groß der Unterschied ist. Wir können die auch alle nicht spielen. Not available, not available. Okay, die einzige, die verfügbar ist für die Demo, ist das Shallow Reef. Und dann würde ich sagen... Oh, jetzt kann man hier noch mehr einstellen. Population. Resources. Okay, da kann man jetzt an den Schwierigkeiten schrauben. Startmonat, weiß ich jetzt auch nicht, was das für einen Unterschied macht. Ist egal. Wir gehen jetzt so hier rein. Gucken uns das mal an. So, hier sind wir. Choose a location for your people to build the subsurface base. Okay, hier ist unsere Baubasis. Jetzt haben wir hier verschiedene Farben. Man sieht das. Auf dunkelrotem können wir einfach nicht bauen. Das grüne ist fruchtbares Gebiet. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das Orangene hier ist Öl, eine ölreiche Gegend. Das Lilane ist radioaktiv, sehe ich jetzt auf die Schnelle, ja hier oben vielleicht ein bisschen. Dann ist das Weiße, das ist wahrscheinlich hier, das hier um den Berg. Das ist Eisen, also Erz. Und Abyss, das ist die Untiefe, da können wir auch nicht bauen. Okay, das heißt, wir suchen uns jetzt mal einen schönen Platz. Hier ist schön grün. Hier gibt es Eisen. Hier gibt es Öl. Hier gibt es Öl. Ja, ich würde sagen, wir setzen uns hier mal zwischen rein. Ich denke, das ist ein schöner Platz. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt auch noch nicht, was es da für Vor- und Nachteile gibt beim Platzieren. Das gucken wir uns alles zusammen an. Wenn es nicht ganz optimal ist jetzt, dann leben wir damit. So. Welcome, Sea Major. Leading an underwater colony is a great responsibility, but we at the New Atlantis Initiative have no doubt you can handle it. Ja, davon gehe ich auch aus, ja. Going underwater is our last chance of survival since the asteroid hit made the surface uninhabitable. Okay, Meteor war's, mein Fehler. Ein Meteor hat die Oberfläche zerstört. Focus on the production of plastics for construction. Ja, geil. Ja, geil. Wir haben die Erde gerade zerstört. Ja, können gerade noch auf dem Meeresgrund leben. Aber das Erste, was wir wieder brauchen, ist Plastik. Ja? Super, ja. Da haben wir ja richtig was gelernt. Okay. Wir brauchen Plastik für die Konstruktion. Wir brauchen Benzin zum Heizen. Essen ist klar. The cold winter currents will strike soon. Okay, build a beacon of civilization and give hope to mankind in these hard times. Okay, das werden wir machen. Ziele müssten sein, einen Sammler zu bauen, der Essen sammelt. Einen Sponge Collector, was Herr Schwammkopf dazu wohl sagen würde. Okay, Schwämme.
brauchen wir für die Plastikproduktion eine Ölplattform und eine Raffinerie und eine Plastikfabrik. Okay. Hui, da sind wir. Da ist unser Hauptgebäude. Da können wir später irgendwelche Direktiven erlassen. Da haben wir jetzt wahrscheinlich noch nichts. Oh ja, da sieht man es. Transport, Immigration, Drohnen, whatever. Okay, soweit, so gut. Ich pausiere das Spiel mal. Das hat auch verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Wir haben hier oben unsere Credits. Da werden wir auch Geld verdienen, später mal von unseren Einwohnern. Wir haben Food. Da gibt es jetzt so ziemlich alles. Wir haben aktuell 300 Food. Das sind 150 Muscheln und 150 kleine Fische. Es gibt dann noch Haie, Seegurken, Thunfisch, Lachs und Kartoffeln. Und es gibt später Food Tier 2, Food Tier 3. Da gibt es dann sogar, okay, Sushi, Kuchen. Okay, nicht schlecht. Äpfel, wo sie die wohl hernehmen? Hummer, naja, Pilze, ja, okay. Da gibt es einiges an Essen. So, hier drüben haben wir Medizin. Die werden wir wohl auch brauchen. Wir haben so Luxusgüter wie Kleider, Möbel und Dekorationen. Da haben wir dann richtig viel Luxus. Oh je, Bier, Juwelen, ein Holocom, okay. Gewürze, Wein, Brandy, Parfüm, Fashion Clothes, okay, interessant. So, dann haben wir Batterien, Drone Consumption 138. Okay, unsere Drohnen, die hier unterwegs sind, das sind unsere Arbeiter, die verbrauchen Batterien. Das heißt, das werden wir früher oder später auch produzieren müssen. Und hier ist der Sponge, die Schwämme. Den brauchen wir für Plastik. Also was hier oben steht, ist so die Versorgung unserer Einwohner bzw. unserer Drohnen. Hier auf der rechten Seite sind jetzt unsere Baumaterialien. Wir haben 500 Plastik, wir haben keine Werkzeuge, wir haben 80 Eisen, 30 Steine, kein Quarz, kein Glas und kein... Oh Gott, was ist denn Concrete? Das weiß ich jetzt nicht. Da ist mein Englisch zu schlecht. Ich weiß nicht, was Concrete ist. Das kriegen wir vielleicht noch raus. So, das sind die Sachen, die man lagern kann. Die wir produzieren können, die wir lagern können. Genauso wie die Links hier. Und die halt dann verbraucht werden. Entweder von unseren Einwohnern und Drohnen oder halt fürs Bauen. Das, was hier drunter steht, hier, das sind Sachen, die können wir nicht lagern. Das sind Dinge, die wir durchgängig brauchen. Damit wir überhaupt überleben können. Ja, das ist... Da ist einmal Elektrizität, Öl, Benzin und Sauerstoff. Klar, ohne Sauerstoff nichts los, ne? Und da sieht man, da gibt es einen Production und ein Requirement und daraus ergibt sich dann eine Balance. Und die sollte im besten Fall immer positiv sein, sonst haben wir ein echtes Problem. Also das ist nichts, was man lagern kann, diese vier Ressourcen. Die müssen, muss man immer im Gleichgewicht halten, halbwegs. Wenn hier irgendwo was ins Minus geht, dann hat man vermutlich relativ schnell ein echtes Problem. Und hier auf der linken Seite sieht man jetzt noch, wir haben zwei Einwohner, zwei Erwachsene, eine Familie, okay. Das sind Ingenieure. Dann haben wir 12 Drohnen, 3 Einflusspunkte, die kann man später ausgeben für Direktiven und anderes. Und eine Zufriedenheit von 98%. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, was es hier unten so gibt. Wir müssen jetzt erstmal für Essen sorgen und für Schwämme. Das heißt, wir gucken mal Food Production, Production Buildings, Public Buildings. Okay, wir gucken mal in die Food Production. Da gibt es einen Fisherman's Hub. Da wird dann gefischt, okay. Und es gibt einen Gatherer's Place, der sammelt. Okay, der sammelt Muscheln, Seeschnecken und Seegurken. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Idee. Wir gucken noch mal, wo war es grün. Ich denke, den können wir einfach mal hier hinsetzen. Das sammelt hier einfach in der direkten Umgebung, denke ich. So, den stellen wir mal hier hin. Pause mache ich weg. Das heißt, unsere Drohnen machen jetzt sich jetzt auf den Weg, bringen das Material, genau, und bauen den Gatherer mal auf. Sehr schön. Dann brauchen wir auch Schwämme. Die finden wir wahrscheinlich in den Production Buildings. Einen Sponge Collector. Und da sieht man jetzt schon, Work Efficiency, 125%, da hängt es jetzt davon ab, wie viel Schwämme kriegen wir hier in die Reichweite. Ja, hier drüben hat er auch 125%, das ist ganz ordentlich. Hier gibt es aber später das Öl, da muss ich mal gucken, vielleicht setze ich ihn doch lieber hier rüber.
Hier hat er auch 100, mehr wie 125 scheint nicht zu gehen. Weil hier hat er schon 125 und wenn ich jetzt ein bisschen nach oben fahre, kommen eigentlich nur noch mehr dazu. Aber mehr wie 125 geht wohl nicht. Okay, dann setzen wir den hier rein. Das ist der nächste, den wir aufbauen. Dann haben wir auch schon Schwämme. So. Das Ding machen wir mal aus. Und dann müssen wir uns auch schon um Öl kümmern. Damit wir sowohl unsere Öl als auch unser Benzin rankriegen. So, was ist mit ihm hier jetzt? Er ist gebaut. No Gatherer Drone. Okay, wir müssen hier eine Drohne natürlich reinpacken. Zack. So. Damit hier auch gesammelt wird. Wahrscheinlich genauso wie hier drüben dann. Es gibt irgendwo einen... ein Jobsboard. Genau, hier sieht man 2 Worker, 11 Drohnen. Und da können wir auch den Haken setzen für Automatically Assign Workforce. Dann wird das automatisch gemacht. Ich glaube, das ist für den Anfang jetzt ganz gut. Das heißt, wenn das Ding fertig ist, wird automatisch eine Drohne reingesteckt. So, es gibt Forschung. Da könnten wir auch schon mal anfangen. Hier mal als Beispiel. Das ist die Größe des Forschungsbaumes. Achtung! Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ist krass, oder? Also Forschung hat es wirklich mehr als genug. Das ist ziemlich spannend. Ich fange hier vorne mal an bei der Tidal Turbine. Die erzeugt uns nämlich Strom. Da werden wir mal die Forschung starten. Man sieht, es geht auch halbwegs fix. Das werden wir mal erforschen. Forschung kostet Geld. Da haben wir ja aktuell jetzt ein bisschen was. Das werden wir hier mal ausgeben. So, der Sammler ist auch fertig. Die Drohne ist automatisch zugewiesen worden. Das heißt, jetzt kümmern wir uns ums Öl und bauen eine Ölplattform. Und dann gucken wir jetzt nochmal. Öl hat es hier überall. Ich denke, das ist dann hier ein guter Platz. Das sieht man auch. Work Efficiency 100%. Auf dem grünen sind es nur 50%. Hier sind es auch nur 50%. Hier haben wir 100%. So, wir drehen das Gebäude, dass der Eingang auf der Seite ist. Können wir das auch hier oben hinstellen? Tatsächlich. Hier haben wir auch 100%. Dann können wir das ein bisschen näher ranholen. Stellen wir sie hier hin. So. Research complete. Das ging schnell. Jetzt kriegen wir aber erstmal Öl. Und danach brauchen wir auch eine Raffinerie, die aus diesem Öl dann... Oh Gott, ist die riesig. Aus diesem Öl dann Benzin macht. Die drehen wir auch mal rum. Die stellen wir mal hier daneben, würde ich sagen. So. Denke, das ist ganz okay so. Dann lassen wir uns das mal aufbauen. Und dann haben wir nämlich direkt mal sowohl eine Öl- als auch eine Benzinproduktion. Sauerstoff brauchen wir aktuell noch nicht. Den Sauerstoff, der geht dann später in diese Domes. Das werdet ihr gleich sehen. Dieses Spiel ist auch vertikal. Also das ist ähnlich wie bei Timberborn. Man kann hier auch vertikal bauen. Das heißt, die Behausungen für unsere Bewohner, man sieht sie hier. Das sind unsere einzigen 2 Menschen hier. Die laufen in diesen Tauchanzügen rum. Die wollen aber auch irgendwo wohnen. Und dafür gibt es dann später, ich zeige das mal, diese Domes. Und man sieht jetzt schon, die sitzen eine Ebene höher. Das ist dann so eine Kuppel, in der dann Luft ist. Da brauchen wir dann aber Sauerstoff dafür. Den haben wir jetzt noch nicht. So, und jetzt sieht man hier die Symbole Missing Connection to Pipeline Network. Das heißt, wir müssen jetzt auch diese Gebäude mit Pipelines miteinander verbinden, weil das Öl muss ja irgendwie in die Raffinerie. Und dazu gibt es unter Infrastructure gibt's diese Pipelines. Und die kann man jetzt einfach quasi hier anschließen an irgendeinem dieser blauen Punkte und an einen der blauen Punkte von dieser Raffinerie ziehen und dann läuft das schon. Das machen wir jetzt auch mal. Bis hier und von hier bis hier. So, jetzt sind die miteinander verbunden und jetzt kommt das Öl automatisch in die Raffinerie und hier wird jetzt gearbeitet. So, jetzt haben wir eine, jetzt sieht man hier oben auch die Produktion. Wir haben bei Fuel plus 180, bei Öl minus 40, was daran liegt, dass er hier wahrscheinlich mehr verbraucht. Er braucht 80. Pro Jahr Rohöl. Und das Ding spuckt uns aus 120 pro Jahr. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Da weiß ich jetzt nicht. Der arbeitet mit 100%. Er arbeitet mit 100%. Da weiß ich jetzt nicht, warum wir dann Minus haben. New arrivals. New people have arrived at your colony.
wo die wohl hergekommen sind. Wir akzeptieren sie, haben jetzt 4 Einwohner, 4 Erwachsene, 3 Familien. Oh, das heißt, die 2, die gekommen sind, die mögen sich wohl nicht so. Das ist schade. So, warum die Balance jetzt hier auf minus 40 steht, ist eine gute Frage. Wir können hier einen Production Boost anbringen. Der kostet uns 20 Credits und 15 Blastig. Den werden wir mal reinpacken. So. Jetzt sind wir noch bei minus 16. Na, ich denke, das ist erstmal okay. Damit können wir erstmal leben. So, und jetzt müssen wir so einen Dom bauen, denke ich. Oder wir müssen erst Blastig herstellen. Uns geht das Blastig nämlich sonst aus. Wir brauchen eine Blastig Factory. Und die benötigt 120 Schwämme und 40 Rohbenzin, um Blastig herzustellen. Das, die Gebäude sind schon alle ziemlich riesig, ne? So, das Ding stellen wir mal hier hin, denke ich. So. Brauchen wir die Blastigfabrik, damit wir mal Blastig produzieren können. Und die braucht dann übrigens auch einen Anschluss an das Benzin. Und da ist das Schöne an der Pipeline. Die Pipeline transportiert alles. Das ist nicht wie in Captain of Industry, dass du für jedes Produkt eine eigene Pipeline brauchst und dass du auch noch die Richtung angeben musst. Das ist völlig egal. In diesem Pipeline-Network läuft alles. Öl, Benzin, Elektrizität und Sauerstoff. Und zwar in alle Richtungen. Ja? Du musst dich auch nicht um Richtungen kümmern. Das heißt, wir schließen an diese Pipeline jetzt einfach die Plastikfabrik an. Irgendwie. Gucken wir mal, wie wir das da hinten hinkriegen. Und dann war es das schon im Prinzip. Das heißt, am besten ist es wahrscheinlich so. Und von hier dann nach hier und von hier nach hier. Und damit ist das angeschlossen. So, und jetzt gibt es hier nämlich auch, wird hier Plastik produziert, nehme ich mal an. Das ist dann ganz okay. So. Jetzt brauchen wir einen Dom. Wir sehen schon die Meldung, no houses for people. Das heißt, wir werden jetzt so einen Dom stellen. Am besten hier mitten rein. Das steht da ganz gut. Eingänge in alle Richtungen. Wir lassen ein bisschen Luft. Stellen den Dinger hier hin. So, dann können sie den mal aufbauen. Und dann wird man gleich sehen, da können wir dann auch Häuser reinstellen, wo die dann leben können. Für den brauchen wir dann aber Sauerstoff. Ohne Sauerstoff nichts los. Und da muss ich mal gucken, wo wir das herkriegen. Ich gucke nochmal schnell in die Forschung. Hier gibt es den Oxygen Generator. Den sollten wir vielleicht erforschen. Und danach sollten wir auch die Batterie Factory erforschen, weil unsere Drohnen brauchen Batterien. Wir haben aktuell von unseren 200, die wir am Anfang hatten, noch 188. Die halten also ein bisschen. Aber das brauchen wir auch. Und wir müssen den Dome hier noch anschließen an unser Netzwerk. So. So, das Ding ist gebaut. So, und jetzt kann man per Tab-Taste quasi von der Bodenansicht, von der Unterwasserbodenansicht in die Dome-Sicht wechseln. Und da oben sieht man jetzt, da ist diese Kuppel. Und da drin brauchen wir aber Sauerstoff. Das heißt, da müssen wir was für tun. Aber jetzt bauen wir erstmal da ein paar Häuser rein. In der kleinen Hütte können 4 Leute leben. Aber wahrscheinlich immer nur eine Familie. Ne? Ich stelle hier mal ein Haus rein. Das gucken wir uns mal an. Dafür braucht es 10 Plastik. Das kriegen wir noch hin. Da kommt er schon. Research is complete. Dann machen wir gleich noch die Batterie Factory hinterher. So. Hier wird das Häuschen hingestellt. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen wahrscheinlich für jede Familie ein Haus, nehme ich mal stark an. So, da steht ein Haus. So, und jetzt sieht man schon Sauerstoff minus 10. Das ist nicht gut. Das heißt, wir sollten jetzt dringend... das ist übrigens diese Kuppel. So, und die Leute sind jetzt sehr unzufrieden, weil ihnen die Luft ausgeht. Okay, wir müssen dringend diesen Generator bauen. So, Production Building. Der Oxygen Generator, der braucht aber Strom. Das heißt, wir müssen erstmal eine Turbine bauen. Irgendwo. Die für Strom sorgt. Vielleicht hier hinten.
Hier wäre doch noch ein bisschen Platz. Eingang auf der Seite. So. Die muss für Strom sorgen. Und dann brauchen wir auch gleich noch, was erzeugt denn diese Turbine an Strom? 80 Elektrizität pro Jahr. Und der Oxygen Generator benötigt 60 pro Jahr. Den müssten wir eigentlich hier gleich noch mit dazu kriegen. Ups. Missklick. Einmal drehen. Da hat er den Eingang auch hier vorne. Ja, den stellen wir mal hier hin. So. Das Ganze muss natürlich auch an unser Pipeline-Netzwerk angeschlossen werden. Und jetzt sieht man schon das erste Problem, wo man ein bisschen vorausplanen muss. Das Ding ist ja angeschlossen ans Netzwerk. Ich kann aber nicht eine weitere Leitung hier rüber führen, was jetzt deutlich kürzer wäre, streckentechnisch. Ich muss an das Bestehende anschließen, weil jedes Gebäude darf nur einen Anschluss haben. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen das jetzt mal hier entlang ziehen bis hier. Und dann kann er hier dran. Und er hier dran. So, jetzt sind beide angeschlossen. Jetzt müssten wir auch Strom haben und wir müssten jetzt auch gleich Luft kriegen. Wenn das Ding steht. So. So, das Teil steht. Wir haben jetzt Sauerstoff plus 89, Strom noch plus 20, das kommt genau hin. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir mehr Häuser, damit die letzten auch noch eine Wohnung finden. Oh, die zwei haben zusammengefunden. Ist das nicht romantisch? Wir hatten 4 Erwachsene und 3 Familien. Und jetzt haben wir nur noch 4 Erwachsene und 2 Familien. Sie haben zusammengefunden. Ach, ist das schön. Dann kriegen die zwei auch noch ein Haus. So. Dann hat nämlich auch jeder ein Haus. Und hier oben in diesen Domes, da baut man dann auch neben den Häusern zum Beispiel Restaurants oder irgendwelche Beautifications oder auch die Parfüm-Shops und anderes. Das wird alles hier oben in diesen Dom reingebaut. Das ist jetzt am Anfang noch ein relativ kleiner. Da gibt es dann später, man sieht es hier, einen zweifach großen, einen Medium Dome und einen dreifach großen, einen Big Dome. Da ist dann deutlich mehr Platz drin. So, aber jetzt geht uns tatsächlich das Plastik ein bisschen aus. Und jetzt haben wir das große Glück, auf dem Meeresgrund liegt ja auch genug Schrott rum. Oh, New Wave of Drones. Wir haben drei neue Drohnen bekommen. Das ist schön. Gott sei Dank waren wir ja die letzten Jahrtausende auf der Erde solche Schweine, um es mal direkt zu sagen. Und deswegen liegt hier, ihr seht es auf dem Meeresgrund, jede Menge Plastik rum, den man einsammeln kann. Das hilft am Anfang tatsächlich ungemein. Und dann gibt es nämlich hier Clear Buildings and Resources. Und dann kann man hier wählen, ob man alles, einen Rahmen ziehen will und in diesem Rahmen alles gesammelt wird, oder man kann es begrenzen auf Schwämme, Steine, Eisen, Plastik und anderes Gedöns. Und wir nehmen jetzt mal das und ziehen hier einen Rahmen und dann sieht man hier den ganzen Plastik, der markiert ist, und dann müssten sich die Drohnen, genau, hier rückt die Armada aus und sammelt mal diesen ganzen Plastik ein, der da auf dem Meeresgrund rumliegt. In der Hoffnung, wir können damit daraus dann wenigstens was Schickes machen. So, soweit jetzt aber. Oh, guck mal, Öl ist jetzt tatsächlich auf Plus gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Dafür ist Benzin ziemlich runtergegangen. Naja, das passt schon, denke ich. Noch sind wir ja überall im Gleichgewicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich gucke nochmal in den Forschungstab, was es hier noch so gibt. Die Batteriefactory sollten wir als nächstes bauen, tatsächlich. Die haben wir ja schon erforscht. Wir können derweil dann schon mal Oil Imperium Combo. Fuel Refinery in Proximity of Oil Platform gains 10% Production Bonus. Okay. Das ist vielleicht keine schlechte Forschung. Die nehmen wir mal mit. Genau. Jetzt sieht man auch bei den Credits, wir haben ja jetzt Einwohner, die in den Häuschen wohnen. Wir bekommen da jetzt tatsächlich Geld. Wir verdienen im Monat 195 Credits.
Das ist ja auch nicht verkehrt. So, dann gucken wir mal nach der Batterieproduktion. Wo ist sie denn? Plastik, Turbine, die Battery. Alter, die Gebäude sind aber schon alle ziemlich riesig. Ich habe das Gefühl, das wird früher oder später im Spiel ein kleines Platzproblem geben. Vor allem, wenn du hier diese schönen Sponges jetzt wegmachst für die Gebäude. Können wir das vielleicht woanders bauen? Vielleicht hier hinten? Da kriegen wir aber die... Ja, jetzt haben wir schon ein Problem, ne? Jetzt haben wir schon ein Problem, weil wir die Pipeline nicht nach da hinten kriegen. Da hätten wir hier eine Lücke lassen sollen, ne? Glaube ich. Da geht's schon los, ne? Weil hier kommen wir nicht mehr durch. Und wir können halt, wie gesagt, hier hinten keinen neuen Anschluss machen, oder? Geht das noch? Ich probiere mal kurz. Ja, Building cannot have multiple pipeline connections. Das ist leider ein bisschen schade. Das heißt, man muss da sehr genau vorausplanen. Wir haben jetzt schon ein Problem. Vielleicht setze ich meine Fabrik hier hinten hin. Ich lasse aber diesmal ein bisschen Luft für eine Pipeline. Hier dazwischen. Das müsste eigentlich gehen. Ja, lass mich das mal drehen. Ach so, nee, ich komme ja hier nicht durch. Das geht auch nicht, ne? Nee, das geht nicht. Dann müssen wir vielleicht doch nach hier hinten. Das war wieder der falsche Knopf. Tab ist nicht zum Drehen. Man dreht mit R. So, dann müssen wir es tatsächlich hier hinstellen. Das geht nicht anders. Und die Pipeline dann nach hier hinten ziehen. So. Stellen wir ihn mal hier hin. Dann brauchen wir die Pipeline von hier. Die müssen wir jetzt um dieses Gebäude rumziehen. Das ist halt richtig teuer. So, damit ist das Gebäude aber auch angeschlossen. Jetzt ist die Frage, ich gucke nochmal, was benötigt denn diese Batteriefabrik? Die braucht auch 60 Elektrizität tatsächlich. 60. Das wird uns dann nicht mehr reichen. Wir sind bloß noch bei plus 20. Das heißt, wir brauchen auch noch so eine zweite Turbine irgendwo. Da kommen wir auch nicht drum rum. Ich könnte sie hier hinten reinstellen, da kommen wir aber wieder mit der Leitung nicht dran. Das heißt, wir bauen die am besten hier vorne mal hin. Ich werde noch lernen, dass man mit Tab nicht dreht, sondern mit R. So. Ich denke, die stellen wir mal hier hin. Eingang auf diese Seite. Da passen noch Leute durch. So. Und dann noch eine Pipeline. Hier anschließen. So. Ja, ihr seht, Elektrizität ist jetzt eng, aber wir bauen schon das Teil hier auf. So, ihm fehlt es an Strom. Ja, Effizienz 66%. Es fehlt ein bisschen an Strom. Das kriegen wir jetzt aber gleich mit der zweiten Turbine. Sehr schön. Denke, das sieht jetzt ganz gut aus. Genau, Elektrizität wieder im Plus. Wunderbar. So. Jetzt ist die Frage. Wir haben 15 Drohnen. Ich gucke nochmal ins Job-Panel. 9 Drohnen sind noch frei. Wir haben eine Sponge-Plant-Drone. Okay. Da müssen wir auch mal gucken. Sponge ist 205. Unser Essen nimmt tatsächlich ab. Vielleicht sollte ich... Wir können die Sachen auch vergrößern. Per Upgrades. Expansion bedeutet ein Worker-Slot mehr oder größere Baskets, Körbe zum Sammeln. Production plus 20%. Das ist vielleicht eine Idee, weil unsere Nahrung nimmt nämlich deutlich ab. Der Sponge Collector, na, solange wir hier über 200 sind, passt das. Ich denke, wir müssen mal gucken, was gibt es denn sonst noch so an Food Production aktuell? Es gibt noch den Fisherman's Hub. Der sammelt Small Fish. Okay, den werden wir auch mal bauen. Der braucht aber keinen Strom oder so ein Zeug, ne? Der muss nicht an irgendwelche Anschlüsse. Da
Dann gucken wir mal, wo ist es denn grün hier hinten? Dann setzen wir den doch hier hinten hin. Packen wir den hier dran. Dann können hier hinten nämlich Fische noch gesammelt werden. Das ist dann vielleicht nahrungstechnisch erstmal ausreichend. So, wie sieht's in der Forschung aus mittlerweile? Wir haben das erforscht. Ich denke, wir gehen jetzt in die Drohnenfabrik, damit wir unsere eigenen Drohnen herstellen können. Und danach gibt es einen Boost auf die Plastikherstellung. Genau, dann können wir die Plastikfabrik um 10% boosten und wir können eine Sea Hunters Lodge bauen. Unlocks the ability to build the central hub of our Scooper Hunters. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es uns angucken, was da auf uns zukommt. Optisch finde ich das Spiel übrigens wunderschön. Man kann mit F8 das Interface ausblenden und die Kamera freistellen im Prinzip. Man kann sich das Ganze mal ein bisschen angucken. Ich finde nur schade, dass der Dome nicht angezeigt wird. Das würde noch ein bisschen schicker aussehen, aber man kann sich das dann... Also es sieht schon sehr schick aus. Mir gefällt das schon ganz gut und ich finde auch die Hintergrundmusik sehr passend. Und das Schönste ist übrigens, oder was heißt das Schönste? Ihr könnt Gebäude individuell färben. Also ich gehe jetzt mal hier an diese Ölpumpe ran und dann gibt es hier diesen Pinsel. Und da könnt ihr jetzt dieses Ding beliebig färben. Also wir können das mal ein bisschen grün machen. Wir können es komplett grün machen. Oder wir machen es komplett bunt. Das sieht ja auch lustig aus. Blau und grün und rot. Also ihr könnt die Gebäude beliebig färben. Apply. So, und jetzt zieht unsere Ölpumpe, hoppla, so aus. Also man kann da ein bisschen farbtechnisch rumspielen. Inwieweit das jetzt einen wirklich game-relevanten Einfluss hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist eine witzige Spielerei tatsächlich. So, und der Sponge nimmt tatsächlich deutlich ab. Da müssen wir mal gucken. Da können wir auch einen Production Boost reinhauen. Würde ich jetzt, glaube ich, auch mal machen. So. Und dann gucken wir mal. Der Fisherman's Hub ist fertig. Der sieht schon schick aus, ne? Der erzeugt hier jetzt Fische, oder wie sieht's aus? Es gibt eine Fisherman Drone jetzt. Die ist jetzt hier unterwegs. Was macht sie? Oh ja, sie hat zwei kleine Fische. Okay. Was ist das? Workers en route? Ah, Workers coming soon. Okay, kriegen wir neue Leute. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie ein Lager oder ein Depot? Das wäre mal ganz interessant, weil aktuell wird alles ins Haupthaus geschleppt. Gucken wir mal. Production Buildings. Hier haben wir jetzt die Drone Factory. Nein, Public Buildings. Oh, es gibt ein Depot. Provide some storage space for resources and enables carriers to do their job effectively. Depot serve as resource drop off and pick up points for your workers. Okay, damit können wir Wege verkürzen. Okay, wir werden die Drohnenfabrik, würde ich tatsächlich gerne nach hier hinten stellen irgendwie, dass wir den Platz nach hier hinten nutzen. Da müssen wir die Rohrleitung nach da hinten legen, das hilft nichts. Das wird ein bisschen teuer. Aber ich würde hier dann... Ne, ein Depot brauchen wir hier noch nicht. Wir gucken mal. Die Drohnenfabrik. Was braucht die denn eigentlich? Die braucht... Huch! Neue Leute sind angekommen. Wir nehmen sie auf. Wir haben drei neue Leute. Das heißt, wir brauchen jetzt wahrscheinlich auch wieder neue Häuser. Okay. Ich baue erstmal noch schnell ein neues Haus. Eins wird nicht reichen, aber wir bauen erstmal nur eines. Gucken wir mal. Hier laufen sie übrigens rum, ganz ohne Taucheranzug. Und sobald die dann hier runterkommen, haben sie diese Anzüge an. Was macht er denn aktuell eigentlich? Ja, er ist auf dem Weg ins Haus, richtig? Ja, er müsste jetzt hier oben rauskommen. Ja, da kommt er. Das ist Lukas. Er ist 21 Jahre alt und ein Ingenieur. Und er ist happy. Okay. So, jetzt haben wir hier ein Haus gebaut. Das wird aber nicht reichen, ne?
Wir haben 7 Leute und 5 Familien. Das ist schon wieder. Das heißt, die, die jetzt gerade gekommen sind, die müssen sich doch erstmal zusammenfinden. Oder nicht? So wie das letzte Mal auch. So, jetzt gucken wir nochmal nach der Drohnenfabrik. Die benötigt zu Upkeep 60 Credits. Da brauchen wir jetzt zum ersten Mal einen Ingenieur. Okay, gerade wollte ich fragen, was unsere Bewohner eigentlich machen. Die arbeiten in der Drohnenfabrik. Also die Drohnen können sich nicht selbst herstellen. Dann brauchen wir 60 Plastik und 60 Strom. Das fehlt uns natürlich auch schon wieder. Das bedeutet, wir müssen jetzt die Rohrleitung wirklich irgendwie nach da hinten kriegen. Oder wir bauen halt doch hier drüben noch ein bisschen was hin. Hier kann man, glaube ich, nicht bauen. So war das, ne? Ich guck mal gerade kurz. Hier durfte... Was war das? Dunkelblaue? Das war Radioaktivität, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht so geil. Ich baue jetzt erstmal einen zweiten... Wieder Tab gedrückt. Ich baue jetzt erstmal einen zweiten Winddinger. Hier. Für mehr Strom. Das brauchen wir auf jeden Fall. Die Leitung lege ich hier hinten rum. Ups. Weil die brauchen wir dann hier sowieso. Schließen das hier an. Und dann werde ich hier die Drohnenfabrik irgendwo hinstellen. Vielleicht ganz nach hier unten. Und ein Depot dazu. Das könnte es eigentlich sein. Dafür brauchen wir aber 20 Eisen und das haben wir nicht mehr. Das ist natürlich ungünstig. Ich muss erstmal wieder in die Forschung gucken. Wann kriegen wir denn Eisen? Oh wei. Tradeport Iron Mine. Hier. Das ist aber noch lange hin. Okay. Wir erforschen jetzt erstmal schnell die Blastification Combo. Damit hier mal effizienter gearbeitet wird. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo noch Eisen finden. Das sind Steine, ne? Haku is sending us material. Help to ensure success. Oh, wir kriegen 400 Plastik geschenkt. Na, das nehmen wir. So, aber ich suche immer noch nach Eisen tatsächlich. Kann ich das Grid nochmal haben? Das müsste doch hier. Das ist doch Eisen, oder? Ja, hier liegt Eisen rum. Wunderbar. Das werden wir einsammeln. Zack. Auf geht's, ihr lieben Drohnen. Macht euch auf den Weg und besorgt euch mal ein bisschen Eisen. So, die Schwämme bleiben eigentlich ganz stabil. Das ist gut. Nahrung nimmt nach wie vor tierisch ab. Ich packe hier... Wir haben genug Sponge. Ich packe hier auch mal einen Production Boost drauf. Damit wir da Nahrung irgendwie hinkommen. Müssen wir mal gucken. Sonst müssen wir vielleicht noch eine zweite Sammlerhütte bauen. Ich komme mir vor wie ein Fastest Front, ja. Eine zweite Sammlerhütte, okay. So, ihr seid hier hinten am Eisen sammeln, nehme ich an. Hier ist ja gar niemand. Wo sind meine Drohnen? Ach, oh, das müssen die Arbeiter machen. Okay. Das müssen die Arbeiter machen. Na, dann macht euch mal auf den Weg. Und die sind immer noch unzufrieden. Wir haben jetzt aber immer noch 5 Familien. 7 Leute. Einer hat kein Haus. Ich guck nochmal schnell in unseren Dome. Hier wohnen 2. Hier wohnen 2. Hier wohnen 2. Okay, das passt. Dann brauchen wir noch ein Haus. So. Oh, und da hinten passt keins mehr hin. Tragisch. Das können wir ja schnell aufbauen. Plastik haben wir genug. So. Ah doch, die Drohnen sind hier unterwegs. Ah, da gehen einfach alle. Okay. Die sammeln hier das einfach alles ein. So. Jetzt müssten wir doch wieder einiges an Eisen haben. Jetzt haben wir wieder 62 Eisen. Sehr schön. Und er müsste jetzt eigentlich auch gleich ein Haus haben. Research ist hier komplett. Ein Deko-Banner. Allows the construction of a hologram panel that displays our faction banner. Improves our residents' satisfaction with the surrounding environment. Okay, das ist irgendwie für Happiness. Ich gehe, glaube ich, erstmal in die Sea Hunters Lodge. Schon deswegen, weil ich überhaupt nicht weiß, was das ist. Gucken wir uns mal an, würde ich sagen. Aber erst brauchen wir jetzt die Drohnenfabrik. Wir haben nämlich nur 15 Drohnen.
Low Space in Stock. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt befürchtet habe. Wir brauchen ein Depot. Wir brauchen ein Depot. Erst baue ich jetzt mal das Drohnen, die Drohnenfabrik. Die verbraucht ja ein bisschen Material. Und ich habe wieder Tab gedrückt. So, die stellen wir mal. Diesmal lasse ich hier eine Lücke, damit wir die Pipeline da durchführen können. Und stell das Ding mal hier hin. Wir haben ja jetzt Eisen. Und schließen das hier an. So. Das könnt ihr mal aufbauen. Und dann würde ich gerne noch ein Depot bauen. Brauche ein Depot. Eigentlich einen Stromanschluss. Nö. Wir brauchen 20 Plastik und 10 Eisen. Das können wir uns leisten. Ich denke, ich stelle das Depot dann mal nach hier hinten. Da steht es, glaube ich, ganz gut. Und diesmal habe ich gleich richtig gedreht. Haha. Obwohl, vielleicht, hier drüben findet ja die ganze Produktion statt, ne? Vielleicht macht das Depot auch hier Sinn. Das ist eine gute Frage. Da fehlt mir jetzt ein bisschen das Gefühl. Wobei wir uns nach hier oben ja ausbreiten wollen. Nein, ich stelle das Depot hier oben hin. So, das könnt ihr aufbauen. So, die Drohnenfabrik steht. Hier arbeitet auch jemand. Sehr schön. Das kostet uns jetzt monatlich tatsächlich Geld. 60 Credits pro Jahr. Das heißt, wenn wir hier jetzt mal gucken. Wir haben im Outgo, okay, das sieht man jetzt noch nicht, weil im aktuellen Monat, wir haben das Ding ja jetzt erst gebaut. Okay, dann lassen wir das mal laufen. Sauerstoff haben wir noch genug. Häuser haben wir auch genug. Research ist complete. Die Seahunters Lodge ist erforscht. Dann nehmen wir jetzt mal das Deko-Banner, bevor wir weitergehen. Und gucken uns mal diese Seahunters Lodge an. Die gibt es unter Food Production. Center of Operations for Seahunters. Produces Shark Meat. Okay, da gibt es Haifischfleisch. Das Ding braucht Sauerstoff. Okay. Und zwar 50. Das können wir uns theoretisch noch leisten. Und produziert uns 150 Shark pro Drohne im Jahr. Um es aufzubauen, brauchen wir eigentlich nur 40 Schwämme. Die Hammer und 30... Ja, das ist okay. Und 130 Credits. Oh, was ist hier jetzt? Oh, das ist unser Depot. Click to open stock panel. Um Gottes Willen. Okay, hier gibt es auch einen Price. Kann man hier auch Handel treiben? Offensichtlich lässt sich hier auch Handel treiben. Mit Batterien, mit Plastik. In, out. Board sold. Okay. Z-Cap. Quantity. Okay, interessant. Da kann man offensichtlich auch Handel treiben. Fragt mich jetzt nur noch nicht, wie das geht. Angenommen, ich will jetzt Muscheln kaufen. Incidents directly without restriction. Consumption allowed. Ah, okay. Ich kann dann verhindern, dass Sachen entnommen werden. So, die Frage ist, was ist das hier? Increase the maximum amount of this resource to be stored. Okay, wir können hier offensichtlich noch keinen Handel treiben. Da brauchen wir wahrscheinlich erst noch was für. Production, Consumption. Board sold, sehen wir noch nichts. In, out, okay, total. Passt, okay. Das passt. Erstmal, denke ich. So, jetzt müssen wir irgendwie die Pipeline nach da hinten kriegen. Oh, wir haben 3 Drohnen bekommen. Nehmen wir mit. Wobei ich immer noch ein bisschen skeptisch bin, was die Batterien angeht. Wir haben mit 200 gestartet. Wir produzieren weniger, als wir verbrauchen. Wo ist die Batteriefabrik? Das ist die Battery Factory. Vielleicht sollten wir hier einen Boost reinhauen. Production Boost. So, wie sieht es jetzt aus mit den Batterien? Immer noch 15, 18. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis sie es merken. Oh, und bei Optimation benötigt das Ding weniger Material, weniger Plastik und weniger Energie. Das nehmen wir doch auch mal noch mit. Das geht sofort, okay.
Production plus 20% wird jetzt angezeigt. Aber hier ist immer noch Monthly... das ist nur der letzte Monat. Okay, wir müssen warten, bis wir einen Monat weiter sind. Ich dachte, das ist eine Echtzeitanzeige, ist es aber nicht. So, Nahrung nimmt immer noch tierisch ab. Das heißt, wir werden jetzt die Sea Hunters Lodge bauen. Und ich stelle die jetzt hier hin. Work Efficiency 100%. Kann man irgendwo mehr kriegen? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Das heißt, wir packen die möglichst eng hier rein. Stellen wir hier hin. So. Und schließen die einfach auch von hinten an. So, perfekt. Lassen wir das Ding mal aufbauen. Und jetzt wird offensichtlich das Fuel knapp. Müssen wir mal gucken, weil wir mehr Drohnen bekommen haben. Oh, was ist das denn? Hier wird umsortiert. Depot. Das Schiff kannst du nicht anklicken. Was macht der denn da? Jetzt holt er was raus. Okay, raubt er mich aus? oder verkaufen wir schon Sachen? Ich habe keine Ahnung. Was macht er damit jetzt? Okay, der hat das alles geladen. Und wo will er damit jetzt hin? Hallo? Haut er ab? Macht er sich aus dem Staub? Na, der lagert hier hin und her zwischen Depot und Lagerhaus. In welcher Form auch immer er das tut. Okay. Naja, er wird wissen, was er tut, ne? Ich hab's nicht ganz verstanden, aber gut. So, hier gibt's jetzt Haifischfleisch. Ich hoffe, das hilft uns. Irgendwie. Weil man sieht hier, diese drei Zahlen, die da stehen. Das erste ist das, was wir haben. Das zweite ist, was wir monatlich produzieren. Und das dritte ist, was wir monatlich verbrauchen. Und man sieht, Muscheln werden überhaupt keine gesammelt aktuell. Das ist ziemlich gruselig. Weil... Moment, das ist der Sponge-Sammler. Wo ist denn die Drohne, die hier sammelt? Er findet keine Muscheln. Ist das die... Wir haben keinerlei Produktion an Muscheln. Vielleicht steht das Ding hier auch schlecht. Jetzt hat er Seegurke im Inventar 5. Der sammelt auch nicht Muscheln, der sammelt Seegurken. Okay, das passt. Okay, dann soll er das machen. Das ist in Ordnung. So, und was ist mit unserer Haifisch-Dings hier? Also Sauerstoff hat sie, die 50. Produziert jetzt 150 Haie, Haifisch pro Jahr. Das sind im Monat ein bisschen mehr wie 10, ne? 12 ungefähr. Das müsste dann auch hier auftauchen. Wir gucken derweil nochmal nach den Batterien. Oh, was ist denn jetzt? Monthly used 27? Wir brauchen eine zweite Batterienfabrik, oder? Oder wenn wir noch einen Worker-Slot hier reinpacken, wird's dann besser? Oh, uns fehlt's aber auch an Benzin. Oh, eieiei. Vielleicht müssen wir hier auch einmal die Optimation reinhauen. Und einen Production Boost. Oh ja, jetzt sieht's wieder deutlich besser aus. Ich würde hier tatsächlich noch eine zweite Optimation reinhauen. Je weniger Öl wir verbrauchen fürs Benzin, desto besser, ne? So. Das finde ich gut. Also das gefällt mir richtig gut, dass man die Gebäude erstmal ein bisschen upgraden kann, bevor man gleich neue bauen muss. Das gilt wahrscheinlich auch für die Stromteile. Ja. Und wahrscheinlich auch für den Sauerstoff-Heini. Optimation. Okay, dann weniger Upkeep. Was braucht der denn? Strom, okay. Ja, da kannst du natürlich dein ganzes Geld und dein ganzes Plastik versenken. Aber das ist, je weniger wir verbrauchen, desto besser wahrscheinlich. So, hat der Kollege jetzt eigentlich mal irgendein Hai gefangen? Ich sehe noch nichts. Wir gucken derweil mal wieder in die Forschung. Das Banner haben wir erforscht.
Jetzt gehen wir mal nach hier hinten. Sea Hunters Trident Combo. Sea Hunters Lodge in proximity of Fisherman's Hub. Gains 10 Pot. Ah, Mist. Mist. Ihr seht die Problematik, ne? Man muss die Sachen wohl näher zueinander bauen. Das gleiche war hier schon, ne? Die Plastikfabrik kriegt die 10% nur, wenn sie in der Reichweite der Drohnenfabrik ist. Dass die Drohnenfabrik jetzt hier unten steht. Und die Plastikfabrik hier oben, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Und das gleiche gilt jetzt natürlich auch für diese Sea Hunters Lodge. Die hätten wir in die Nähe des Fisherman Hub stellen müssen, damit es funktioniert. Okay, da haben wir immerhin was gelernt. Falls man das Spiel nochmal von vorne beginnt. Das heißt, die Forschung ist jetzt eher uninteressant. Und das Underwater Field macht was? Grant us the ability to build agricultural surfaces that produce seaweed and sea cucumbers. Das ist doch schön. Ja, quasi ein Feld. Mit Feldern habe ich's ja. Wer sich an das Fastest Frontier Let's Play erinnert oder das aktuelle guckt. Mit Feldern habe ich so richtig. Ich bin gespannt, ob man auch einen Zaun drumherum bauen kann. So. Das heißt, das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Und ansonsten, Sponge sieht jetzt wieder sehr gut aus. Batterien, monthly produced, monthly used. Jetzt ist 18:18, okay. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nur Nahrung macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Haben wir jetzt mal Haifisch produziert? Oh ja, 7 Stück. Das ist aber nicht viel. Ich hatte da jetzt mehr erwartet, weil da stand 150 pro Jahr. Und wenn er da im letzten Monat nur 7 produziert hat, dann sind das hochgerechnet nur 70, 84 im Jahr. Das ist ja gerade ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber er arbeitet mit 100%. Naja, vielleicht ist es auch von Monat zu Monat unterschiedlich. Er bringt in einem Monat 7 und im nächsten 20. Das kann natürlich auch sein. Aber die Tatsache, dass wir mit 300 Nahrung gestartet haben und jetzt bei 139 stehen, immer noch fallend, zeigt mir, dass Nahrung offensichtlich der Engpass ist. Da müssen wir mal dringend gucken, wie wir das machen. Wir sollten hier vielleicht, Sponge haben wir genug, Geld auch, die Produktion mal ein bisschen erhöhen. Um 40%. So, vielleicht wird es dann besser. Und dann gucken wir nach Research Complete. Es geht schon verdammt schnell, ne? Property Tax allows us to apply residential taxes that provide a weekly increase of 1 credit per house. Das erforschen wir direkt mal als einen Moment. Stopp! Kann ich das nochmal anhalten? Kann ich den Research nochmal abbrechen? Zu spät, ne? Kann ich nicht mehr beenden, oder? Oder lieber was anderes erforschen? Ah, das fehlt. Also wenn ich einen Wunsch äußern darf, ein Abbruch-Button. Ich habe nämlich gerade gesehen, das Ding kostet 110. Ja? Wir haben aktuell 3 Häuser. Bis wir das Geld wieder drin haben, wenn wir 3 mehr pro Monat bekommen, sind das im Jahr 39. Da müssen wir 3 Jahre lang Steuern verlangen, um überhaupt die Forschungskosten wieder reinzuholen. Das ist natürlich nix, ne? So, wir gucken mal zur Food Production. Wir haben jetzt eine Farm. Die kostet uns 0,2 Credit pro Area und 0,1 Plastik pro Area. Kann man das ziehen? Okay, ich gucke mal. Ah, okay. Oh, schick. Okay, wir suchen uns eine grüne Fläche. Hier war schon ganz gut, denke ich. Wir könnten die natürlich auch mal nach hier oben setzen. Da ist ja Platz genug. Und packen die hier schön auf die grüne Fläche. Fruchtbarkeit 100%. Fruchtbarkeit 99%. So, wie groß macht man das Feld? Da fehlt mir jetzt so das Gefühl. Kostet mich jetzt 25 Plastik und 50 Credits. Das ist okay. Dann stellen wir hier doch mal ein Feld hin. So. Und es hat einen Zaun. Juhu. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, warum die Farm unter Wasser einen Zaun hat. Damit die Fische nicht reinkommen.
Oder was? Oder dass die Seegurken nicht abhauen. Oder weil es halt einfach schick aussieht, ne? Das kann natürlich auch sein. So, dann können wir das mal wieder ausmachen. Design Mariculture. Okay, wir müssen hier... Das Ding ist schon aufgebaut tatsächlich. Wir müssen hier jetzt was anpflanzen. Und zwar entweder Seaweed. Was ist denn Seaweed? Kann man das rauchen? The lack of stable food sources made these marine animals a popular dining option in recent decades. Okay, in Seaweed. The aquatic organism similar to plants. The majority of species are edible. Okay. Wir machen mal Seegurken. Die kann man essen. Wir brauchen Essen. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Oh ja, der pflanzt hier jetzt. Sehe ich das richtig? Reihe für Reihe. Ja, da entsteht jetzt ein Feld. Okay, das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn es fertig ist. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ja. Die Drohne haut hier jetzt ein Feld rein. Sehr schön. Ich merke gerade, wir haben jetzt 19 Drohnen. Eventuell muss ich die Drone Factory auch einfach mal anhalten, ne? Ich glaube nicht, dass wir Drohnen produzieren sollten bis zum Umfallen, ne? Weil das auf unsere Batterien geht. Wir müssen mal gucken, Next Drone Production in 36 Days. Ich glaube, die lassen wir noch produzieren und dann machen wir da erstmal Pause. Ich glaube nicht, dass wir Drohnen produzieren sollten bis zum Umfallen. So, was ich bisher aber noch nicht verstanden habe, ist, wo wir neue Einwohner herbekommen. Vermehren die sich von selbst? Ich guck mal in die Häuser. Hier wohnen immer noch zwei Leute drin. Hier auch und hier einer alleine. Was kann man da eigentlich verbessern? Fuel Upkeep per Resident. Minus 20%. Okay. Das ist allerdings verdammt günstig. Da können wir ordentlich Treibstoff sparen. So. Fully upgraded. Das spart uns, glaube ich, ordentlich Treibstoff. So, am Dom an sich kann man nichts verbessern. Okay. Wie sieht unser Feld aus? Sehr schön. Was sehe ich jetzt? Ah ja, das sieht man, da läuft ein Balken. In 128 Tagen können wir ernten. Wow, der Upkeep kostet uns aber 212 Credits pro Jahr. Und es kommen 138 Seegurken raus. Können wir uns das überhaupt leisten? Wir verdienen im Monat ja, im letzten Monat, naja, 305. Es geht sogar. Aber ich glaube, es gibt auch erst mehr Geld, wenn man mehr Einwohner hat. Ich werde jetzt mal hier den Stein einsammeln, der hier liegt. Ja, das sind Steine. Sieht aus wie Eisen. Sind aber Steine. Ist, glaube ich, das falsche Symbol. Dann ist das mal weg. So, und jetzt gucken wir nochmal in den Research-Tab. Das haben wir researched. So, und jetzt gibt es hier die Property Tags. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. So, Seehunter Street und Combo, das bringt uns nicht so viel. Aber wir kriegen dann das hier oben. Global Improvement that increases the production of raw seafood by 10%. Okay, Muscheln, Seeschnecken, kleine Fische, Krabben, Haie. Oh, das ist ziemlich geil, ne? Einfach 10% mehr essen. Oder es gibt einen Kleidungsshop. Raw Seafood Budgeting. Oh, das verringert den Verbrauch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, wir verringern, glaube ich, erstmal den Verbrauch unserer Nahrungsmittel. Das hilft uns ja vielleicht schon mal. Und dann können wir ja auch mal einen Kleidungsshop bauen. So, das Feld ist tatsächlich fertig. Schick ist es. Und das dauert jetzt aber ziemlich lang, ne? Und er eidelt hier jetzt rum, oder wie? Die Farmer-Drohne. Offensichtlich. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob man das, wie bei Timberborn zum Beispiel, ob man die Drohne jetzt rausnehmen kann, während das Zeug wächst. Aber die macht irgendwas, ne? Irgendwas macht sie. Deswegen lasse ich sie lieber mal drin. So. Sauerstoff wird ein bisschen knapp. Fuel sowieso. Da müssen wir nochmal gucken, was sagt die? Wir können sie auch nochmal optimieren. Production Boost geht nicht mehr. Dafür brauchen wir Werkzeuge. Wann kriegen wir eigentlich Werkzeuge?
Da gibt es zweite Häuser, da gibt es, okay, hier kommt die Eisenmine, dann kommt auch die Tool Factory, also da müssen wir uns noch quasi hinforschen. Das ist, ist noch ein ganzes Stück tatsächlich. Aber das läuft so lang, glaube ich. So, was ist mit der Drohne hier? In 12 Tagen kommt sie raus. Danach wollten wir das ja ein bisschen pausieren. So, und das ist die Haifisch-Produktion. Da, die braucht Sauerstoff. Die können wir mal ein bisschen optimieren. Und die Produktion boosten. Das ist auch nicht verkehrt. Essen nimmt immer noch ab. Wir kriegen das Essen noch nicht richtig in den Griff, ne? Wobei ich mich frage, wo das hingeht. Wir haben doch nach wie vor nur 7 Leute. Essen die so viel? Weil die Drohnen essen ja nichts, ne? Die brauchen nur Batterien. Aber essen die 7 Leute so viel? Das ist ja Wahnsinn, ne? Sieht echt so aus, ne? Essen nimmt nach wie vor ab. Aber vielleicht wird das besser. Hier ist jetzt zur Hälfte fertig. Research is complete. Das heißt, die essen jetzt auch weniger. Und jetzt nehmen wir mal den Kleidungsshop als nächstes. Den gucken wir uns auch noch an. Den bauen wir mal oben in den Dom. Ob man den einfach bauen kann oder ob man die Kleider auch produzieren muss. Oder ob die aus der Luft gegriffen werden. Das ist natürlich die große Frage. Security Buildings, da gibt es dann ein Wachmannhaus oder ein Sicherheitshaus. Es gibt ein Defense System und ein Missile Launcher. Das heißt, es wird in Zukunft vermutlich auch noch Angriffe geben von Gegnern auf unsere Unterwassersiedlung. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Bei der Food Production kommen noch Käfige und anderes. Wenn ich allein die Production Buildings gucke, was es da noch alles gibt. Quarzminen. Es gibt Recycling, einen Sandsammler, eine Diamantenmine, eine Uranmine, das ist ja Wahnsinn. Ein Solarpanel unter Wasser? Oder kann ich das dann, guckt das oben aus der Wasseroberfläche raus? Spannend. Also, wie gesagt, allein wenn man sich diesen Research-Baum anguckt, wir sind jetzt in einer Stunde nicht wirklich weit vorgedrungen, wenn ich mir die Länge von diesem Ding angucke. Das ist unheimlich spannend. Was mir ein bisschen noch fehlt, ist die Zuwanderung. Die scheint sehr gering zu sein. Vielleicht ist das auch der Demo geschuldet, ich weiß es nicht. Mir ist noch nicht klar, wo man neue Leute herkriegt. Die scheinen sich nicht zu vermehren. Von selbst. Sonst hätten sie das doch wahrscheinlich schon längst getan. Also die Drohne ist hier rausgepurzelt. Ich glaube, ich werde das Ding jetzt mal pausieren. Das reicht erstmal. So, und der Kleidungsshop ist fertig. Jetzt gucken wir mal hier oben in unseren Dom. Ein Clothes-Shop, der benötigt zum Upkeep 100 Credits und einen Ingenieur, 80 Elektrizität, das können wir uns leisten, und 70 Plastik. Das ist schon verdammt teuer, ne? Der Ingenieur produziert die Kleider. Okay, aber wir verkaufen die wahrscheinlich, oder? Das Ding ist ja riesig. Das stellen wir mal auf jeden Fall noch hin. Ich drehe es mal rum, Eingang auf die andere Seite. Hier in die Ecke. Da stellen wir mal noch einen Kleidungsshop hin. Das würde ich jetzt noch gerne sehen. Und ich denke, wir sind jetzt bei einer Stunde. Das reicht dann auch für ein angespielt Video. Ich glaube, man kann das sehr schön sehen, wohin die Reise hier geht. Ich finde das ein spannendes Setting, muss ich sagen, auf dem Meeresgrund. Es sieht ziemlich cool aus. Also optisch gefällt es mir extrem gut. Man kann hier später offensichtlich auch Handel treiben. Was ich auch gut finde. Das Pipeline-System ist ziemlich komplex, da muss man, also nicht komplex, aber vom Bauen her, weil jedes Gebäude halt wirklich nur einen Anschluss haben kann, das muss man wissen, damit man die entsprechenden Lücken lässt. Ansonsten sieht man aber, durch die Leitungen geht alles in alle Richtungen, da passiert nicht so viel. Übrigens kann die Leitung auch brechen, das hatten wir jetzt nie. Das hatte ich, als ich die Demo runtergeladen habe. Vor 2 Tagen habe ich es schon mal angespielt, das Tutorial. Ne, da kriegt man das einmal gezeigt.
Da bricht mal eine Leitung. Das sieht auch ziemlich cool aus. Da hat die Leitung hier ein Loch und da sprudelt es so richtig raus. Und das muss man dann von der Drohne reparieren lassen. Und zwar möglichst schnell, weil in der Zeit natürlich alles zusammenbricht. Kein Sauerstoff, keine Elektrizität, nichts. Ne? Das ist ziemlich cool. Ansonsten ist das Leitungssystem simpel, weil es geht alles durch dieselbe Leitung in alle Richtungen. Kompliziert ist eher das Leitungsbaumanagement, weil man sieht hier schon, das ist schon ultra Spaghetti-mäßig, was ich da gebaut habe. Da muss man, glaube ich, ein bisschen besser planen. Dann kann man das Ganze ein bisschen effektiver bauen. Und vor allem sollte man zwischen den Gebäuden Platz lassen, damit man durchkommt. Gebäude verschieben kann man nicht, soweit ich sehe. Das heißt dann nur abreißen und neu bauen. Was ein bisschen schade ist. Aber jetzt gucken wir uns nochmal unsere Kleiderfabrik an. Da steht sie. Wir werden sie auch noch optimieren. Braucht sie ein bisschen weniger Material. Jetzt werden hier Kleider produziert. Kann ich mal sehen, ob hier jemand einkauft? Oder kann ich das hier sehen? Basic Goods Closes. Wir haben noch keine. Warten wir mal noch einen Monat. Das würde mich mal noch interessieren. So, ansonsten, unser Öl reicht noch. Da lässt sich ohne Werkzeuge aktuell nichts boosten. Ich finde das super, dass man die Gebäude boosten kann. Und dass man den Verbrauch senken kann und so. Das verhindert gerade zu Beginn, dass du Gebäude x-fach bauen musst, weil das wird nämlich ziemlich teuer. Das System gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Ansonsten gucken wir, was es noch Panels gibt. Klar, wir haben den Stock, den kennen wir schon. Es gibt einen Log tatsächlich. Research complete. Okay, das ist ganz normal. Es gibt eine Subsurface Base. Oh ja, wir könnten die Property Tax erlassen. Das kostet uns jetzt einen Einfluss. Und bringt uns 52 Credits pro Jahr tatsächlich. Oder war das... Nein, war es gar nicht. Moment. Kann ich das auch wieder rausnehmen? Das kostet uns zwei... Die Steuer einzuführen kostet uns 52 pro Jahr. Und bringt aber nur 1,5 pro Haus. Das heißt, das Ding lohnt sich eigentlich erst, wenn du mindestens 40 Häuser hast. Sehe ich das richtig? Okay, das war ja ein kompletter Käse, ne? Die schmeißen wir aber direkt wieder raus. Das ist wohl... Wieso erforscht man die dann so früh? Das lohnt sich ja mal gar nicht, ne? Ich lese das schon richtig, oder? Moment, ich guck nochmal. Property Tax. Nein, jetzt habe ich sie wieder reingesteckt. Kost. Influence 1, klar. Credits 52 pro Jahr. Bonus Credits 1,5 pro Haus. Das ist doch voll das Minusgeschäft, oder? Ich glaube, das lohnt sich wirklich erst, wenn man mehr Häuser hat. Und für mehr Häuser ist natürlich die Frage, wo kriege ich mehr Leute her? Da bin ich jetzt nicht so ganz dahinter gestiegen. Falls das jemand weiß, immer her damit. Unser Feld haben wir übrigens verpasst, oder? Da liegen jetzt da sind die Seegurken. Ich sehe sie, da wachsen sie. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sind wir für dieses angespielt auch am Ende. Wir haben jetzt tatsächlich Kleider. Das finde ich ziemlich cool. Kauft hier jetzt jemand ein? Sieht man nicht, ne? Schade. Aber wir haben Gleiter. Das heißt, die Happiness unserer Leute ist, glaube ich, ziemlich gut. Kann ich da mal einen anklicken? Noch schnell zum Ende, was die uns so sagen. Sieht irgendjemand ein? Da hinten läuft einer. Er hat genug Sauerstoff, er hat genug zu essen, ihm ist warm genug, Gesundheit ist okay, die Basic Goods sind auf 98. Interessant. Was wir nie in den Griff gekriegt haben in diesem Angespielt, ist die Nahrungsversorgung. Wir gehen nach wie vor nach unten mit der Nahrung und das bei nur 7 Leuten. Jetzt nur nochmal zur Zusammenfassung am Ende. Damit sich diese Steuerdirektive lohnt, haben wir gesagt, brauchen wir... 40 Häuser. Ja. Um 40 Häuser zu haben, brauchen wir eigentlich, selbst wenn in jedem Haus nur einer wohnt, 40 Einwohner. Und wir kriegen eigentlich 7 Leute schon nicht versorgt, nahrungstechnisch.
Also das ist mir tatsächlich noch ein bisschen ein Rätsel, wie das im späteren Spielverlauf funktionieren soll. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Kann aber auch sein, dass ich es völlig falsch gemacht habe. Oder dass im späteren Spielverlauf und research-technisch, wenn man da noch so ein paar Sachen erforscht, dass die Produktion und so weit geboostet und der Verbrauch so weit gesenkt wird, dass es dann besser wird. Aber wir haben unsere 7 Einwohner nie ausreichend versorgt bekommen, nahrungstechnisch. Das habe ich nicht verstanden. Ansonsten gefällt mir das Spiel sehr gut. Es sieht optisch schön aus. Die Musik, die im Hintergrund läuft, und die Sounds gefallen mir sehr gut. Es scheint wahrscheinlich im späteren Spielverlauf eine Platzfrage zu werden, weil wir haben nicht mehr Platz als das hier. Wobei es geht. Der Platz ist schon riesig, ne? Ne, das geht schon. Da geht schon einiges hin. Wir haben jetzt nur dieses Stückchen bebaut. Ne, Platz sollte kein Problem werden. Ich denke, es ist dann eine Frage, wie man die Sachen auf diesen Flächen verteilt. Eisen, Öl, Grünflächen für Essensproduktion. Aber das gefällt mir bis jetzt sehr gut, das Spiel. Jetzt kämen wieder neue Arbeiter. Workers coming soon. Wenn man immer so lange warten muss, bis 2-3 Leute dazukommen, dann ist das ein sehr langwieriger Prozess. Aber vielleicht geht sich das so auch aus. Zum Abschluss kann ich sagen, mir gefällt. Mir hat die Stunde jetzt ziemlich Spaß gemacht. Ich werde auch noch ein bisschen weiter forschen für mich alleine und ein bisschen weiterspielen hier in der Demo. Mal gucken, wie weit es noch geht. Es ist ja nach wie vor nur eine Demo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie ihr das Spiel findet. Ob es euch gefällt, ob ihr es spielen werdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der Let's Plays wieder. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Oh, und übrigens fällt mir gerade ein, wenn ihr von diesem Aquatico-Spiel, wenn es erscheint, ein Let's Play sehen wollt, dann sagt's mir einfach. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns das zu überlegen. Ciao, ciao.